Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir sind in der... Was bist du denn? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Ich wollte gerade sagen, wir sind in der Wasserhöhle. Wo ist denn der Pfeifenkopf? Schnell gedreht. Und wollen dem Bruder Eugen helfen. Das ist nämlich eigentlich ein totaler Schisser. Und hofft natürlich jetzt auf unsere Hilfe. Alter, was ist denn hier kaputt? Ach nö. Ach nö. Und weg. Und weg. Erstmal hier Lärm. Komm, ran, kennt den Weg. Ach, sei doch ruhig. Hier war noch irgendwas. Warte mal. Nicht der Kadaver. Den will ich nicht. Das hier. Immerhin. Noch irgendwas? Nö. Scheint nicht so. Los, weiter geht's. Okay. Ja, ja, ich bin da schon hier. Den Schleier finden. Ja, doch. Ich würde erstmal die Truhe nehmen. Und dann nehme ich einfach das Ding hier. Kassenran wird das. Was? Alter, die Klappe. Wo willst du jetzt hin? Wir haben doch den Selkischleier. Also, wieder rausrennen. Wieder rausrennen? Wo bist du denn jetzt? Jetzt ist er schon da unten. Als ob der mal auf mich warten könnte. Hier wimmelt es ja nur so von roten Punkten. Hallo? Bringst du? Nogi. Hallo? Wo ist er denn jetzt hingerannt? Der Kerl. Nicht wahnsinnig. Was? Ja. Es ist schön, wieder draußen zu sein. Ah. Muss ich jetzt mit dir reden? Ne, mit der reden. Ja, was ist denn das? Unser kleiner Egan hat eine Freundin gefunden. Ich habe so das Gefühl, als könnte daraus ein Problem erwachsen. Also wenn ich mich so das... Dämlichkeit anguckt da, ne? Ihr seid keine Feinde. Offensichtlich. Jeder, der schon mal eine Feier gesehen hat, würde das bemerken. Doch anders als bei dem kleinen Egern hier hausen in eurem Kopf nicht bloß Fantasien. Die Feienlande bieten fruchtbaren Boden für Spiele. Ihre Einwohner sind so einfältig, dass ihr euch ohne jede Mühe die Taschen füllen könnt. Werdet ihr uns geben, was rechtmäßig uns gehört, oder müssen wir ein neues Spiel beginnen? Mein Bruder und ich sind stets bereit zum Spielen. Soll ich dir was sagen? Der Schleier, ne? Also, ich will ihn dir ja gerne geben, aber der ist verflucht. Verflucht?
Anscheinend kennt ihr euch mit Unglück gut aus. Behaltet den Schleier. Es gibt noch andere Schätze in den Feienlanden. Aber unsere Wege sollten sich besser nicht wieder kreuzen, sonst fügt mein Bruder euren Narben eine neue hinzu. Welche Narbe? Auf Nimmerwieder. Ich wusste es nicht, woher auch. Bevor ich nach Gorhard kam, kannte ich niemanden außerhalb meiner Familie. Alles war so neu, so magisch. Haltet ihr mich für einen Narren? Und Vater Dünnwell, kommt, gehen wir zurück zur Mission. Ich muss bei vielen um Verzeihung bitten. Dann lebt wohl. Wieso muss ich dem noch hinterherrennen? Oh, kann er nicht alleine gehen? Los, renn mal ein bisschen schneller. Ui, es ist aber schnell, du. Mensch! Die ganze Zeit kommt er dir aus dem Arsch und jetzt rennt er wie so ein Teufel. Ui! Ja, das wäre schon lang gerannt. Haltet Schritt! Ich bin schon da. Offen. Okay. Müssen wir zur Mission zurückkehren? Mich dürstet nach Abenteuer, Magie und Macht. Obwohl, eigentlich machen mir all diese Dinge Angst. Es wäre besser, ne? Genau so. Vielleicht ist es am besten so. Diese neue Welt ist gefährlicher, als ich erwartet hatte. Und ich habe seit Tagen nichts gegessen. Dann lebt wohl. Ich hab da mal was mitgebracht. Caro, Egan ist wieder da. Was euch betrifft, ihr habt meiner Bitte Folge geleistet. Und dafür ist euch St. Otwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als Spende für eure Sache. Denn ich bin sicher, dass es eine aufrechte ist. Dolch der Fertigkeit. Mhm. So. Dann haben wir die Quest doch abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal gucken. Naja, es wird schon wieder voll da drin. Nebenquest, die Empfehlung? Nee, hier, das. Heimkehr? Ach so. Machen wir erstmal das. So. Aber hier unten ist schon wieder eine Quest. Das ist hier die Tante. Seid ihr auch gekommen, um gegen die Mission zu protestieren? Die Nachricht hat sich über alle Dörfer verbreitet. Jeder spricht davon. Es ist bald geschafft. St. Otwig kann sich nicht mehr lange weigern. Und sobald sie nachgeben, werden alle anderen folgen. Das Buch wird unser sein. Welche Kunde bringt ihr? Ich verstehe die Frau nicht. Vater Dünnwell leugnet, dass Frauen als Mitglieder des Ordens Mitharus geweiht werden können, obwohl Schriften das Gegenteil belegen. Ah. Ich weiß, dass der Beweis, ein altes Buch der Weihe, in ihrem Reliquiar aufbewahrt wird. Aber ich konnte nie nahe genug herankommen, um einen Blick darauf zu werfen. Alle sind in Mitharus Armen willkommen. Ha! Diese Heuchler! Das mache ich. Frauen an die Macht. Wieso bin ich denn schon wieder so laut? Das geht mir ja auf den Sack. Von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Begeht wegen mir keine Verbrechen. Sollte Mitharu euch allerdings dazu veranlassen, Gerechtigkeit walten zu lassen, werde ich euch nicht im Weg stehen. So, ich hoffe jetzt, was jetzt habe ich nochmal runtergedreht. So, wo ist das Buch? Die Brüder der Mission St. Otwig bewahren das wertvolle Buch in ihrem Reliquiar auf, aber niemand außerhalb des Ordens darf auch nur einen Blick darauf werfen. Ich finde das schön. Warte mal, das könnte man eigentlich gleich mal machen. Wenn wir einmal hier sind... Hallo.
Diese verschlossene Bücherregal enthält die Sammlung von Bruder Till, dem verstorbenen Schriftgelehrten der Mission von St. Ludwig. Die Titel der verbliebenen Bücher legen nahe, dass Tills literarisches Interesse vor allem anzüglich und wohllustigen Themen galt. Wenn du möchtest, kannst du alle fehlenden Bände ausfindig machen und sie in Tills Sammlung zurückbringen, um eine Belohnung zu erhalten. Ja, wenn ich sie denn finde. Hallo, wer bist du denn? Oh, ich sah euch nicht hereinkommen. Ich habe diesen Brief gelesen und... Gibt es etwas, das ich... Kann ich... Ich dachte nie, dass das passieren würde. Sie kommen! Trotz allem, was in diesem Dorf vorgeht, kommt die Rote Legion, um mich zu holen. Was will denn die Rote Legion von dir? Ich war nicht immer der fromme Mann, den ihr nun vor euch seht. Nein, ich war ein Halunke. Ein Mitglied der gefürchteten Roten Legion, der Bande des berüchtigten Verbrechers Edward, der Rote Tod. Aber das Plündern befriedigte mich nicht. Ich wollte etwas anderes. Einige von uns täuschten ihren Tod vor und desertierten, wohl wissend, dass der Rote uns möglicherweise eines Tages aufspüren würde. Und jetzt ist es soweit. Das steht alles in diesem Brief des Roten. Er verlangt, dass wir den Blutritus erfüllen. Zwei Leben für eines. Er lässt mich gehen, wenn ich die beiden Männer töte, die mit mir desertiert sind. Aber das kann ich nicht tun. Ich würde mal sagen, überlass das mir. Noch mehr Blut an der Hände, macht nichts. Ich tue, was ich tun muss. Hoffentlich vergeben mir Ugnar und Itran. Ugnar arbeitet in dem Dorf Gorhard. Itran durchstreift die Ruinen in der Nähe von Haxi und kämpft noch immer mit seinen Dämonen. Seid wachsam. Ich fürchte, sie werden wahrscheinlich auch zu mir kommen. Wenn es vollbracht ist, nehmt ihre Dolche und bringt sie zu Edward dem Roten. Er wird Beweise verlangen. Nehmt zunächst meinen. Viel Glück, meine Liebe. Möge Mitaru euch segnen. Ja, aber die anderen sind, hat er mir ja gerade gesagt. So. Das Ding ist, wo ist denn jetzt dieses scheiß Buch, was die haben will? Jemand? Taschendiebstahl und Diebstähle gelten als Verbrechen. Begehst du Verbrechen an bestimmten Charakteren, werden Wachen auftauchen, um dich aufzuhalten. Ja. Die angezeigte Prozentzahl gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass du ertappt wirst, wenn du versuchst, die einzelnen Gegenstände zu stehlen. Sei vorsichtig. So schön. Na, hier ist auch gerade keiner. Ups, warte mal, wo geht's hier raus? Hier geht's raus. Und das ist gleich mit erledigt. Das ist gleich fertig. Man muss ja nicht großartig hin und her eiern. So, ich muss jetzt hier raus. Warum ist das hier grün? Ah, guck mal, ich kann Mitaros Segen holen. Oh. Oben soll die Feier sein, ne? Irgendwo da oben sitzt sie. Ja gut. Gib mal der Tante das Buch. Was machst denn du hier? Bei Mitaru. Ihr habt das Buch der Weihe gefunden. Ich würde einen Sack voll Gold dafür geben, wenn ich das Gesicht von Vater Dünnwell sehen könnte. Er wird mir die Aufnahme in den Orden nicht länger verweigern können. Mitaru umarmt alle. Danke. Als Dienerin von Mitaru brauche ich kein Geld. Nehmt, was ich habe. Es gehört euch. Ich werde euch in meine Gebete einschließen. Bin ich mal neugierig, was passiert.
So, ich kann die beklauen. Das ist cool. Ich will bloß wissen, wo die hinläuft. Was? Ist das hier? Okay. Doch, dir passiert noch was Lustiges. Bäh. So, jetzt kümmern wir uns die andere Quest. Ach so, der. Ach ja, der ist ja gleich hier. Ich will nicht gegen dich kämpfen, ne? Aber du könntest mir mal helfen. Steh auf, alter Mann. Beeilt euch, ich habe zu arbeiten. Mit Feuerholz kann ich meine Schulden nicht begleichen. Nicht in Gorhard. Du schläfst die ganze Zeit. Ja, der Typ der Trillen hat mich geschickt. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war. Und ich bin nicht überrascht. Delph würde alles tun, um seine Haut zu retten. Aber dass er jemanden für seine Schmutzarbeit anheuert, ist erbärmlich. Wenn ihr meinen Dolch wollt, müsst ihr darum kämpfen. Stahl auf Stahl. Ich konnte das früher ziemlich gut. Hat Delph das nicht erwähnt? Ach, ich will nicht gegen dich kämpfen. Nein, ich will nicht kämpfen. Ihr habt recht. Ich habe jahrelang versucht, meine Vergangenheit zu begraben, in der Hoffnung, mich mit ehrlicher Arbeit von meinen Sünden reinzuwaschen. Wenn ich jetzt den Blutritus durchführe, gehöre ich wieder dem Roten. Nehmt meinen Dolch, sagt ihm, ich sei tot. Denn der Ugnar Otgrei, den er einst kannte, ist in der Tat von uns gegangen. Sehr schön. Entscheidet euch, meine Liebe. So, jetzt muss ich dann noch schnell mein Inventar mal ein bisschen bereinigen. Dazu gehen wir jetzt hier wieder hier hin. Ui! Hühnchen! Das ist wichtig. Willkommen. Muss auch mal selber gucken. Na, erstmal gucke ich selber, was ich hier so habe. Jetzt habe ich gerade die 10, 21, also tue ich die 2 wieder verkaufen. Das sowieso. Das ist aber gut. Das verkaufe ich trotzdem. Was? Brauche ich nicht. Und das Zepter verkaufe ich auch. Okay. Aber warte mal, sekundäre Waffen? Ist da noch was? Nö. Rüstung? Hallo? Hallo? Danke. Selki-Schleier. 18 Kraft. Okay, also brauche ich den im Prinzip nicht. Den hebe ich mir auf. Kappe des Verrats. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Dafür geht mir dann der Bonus flöten. Also der Selki-Schleier kann weg. Das, was ich anhab, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die würde ich gern behalten. Okay. Accessoires. Was habe ich denn hier? Erfahrungsbonus und 5 Leben mehr. Plunder? Plunder habe ich nicht. Jetzt brauche ich noch. Ja, ich weiß halt nicht, was ich alles noch brauche, ne? Das ist alles schwierig. Kommt rein. Ihr glaubt ja nicht, wie beschäftigt wir sind, seit diese Feier eingetroffen ist. Echt so schlimm. Ich würde aber gern verkaufen. Pass mal auf, ich hatte gesagt. Das kommt weg. Das ist richtig Geld wert. Und das? Das behalte ich, der Selki-Schleier. Fort. Brauch keinen Schwein.
Schild behalte ich. Gut. Die Ringe. Ja, ich weiß es auch nicht so wirklich. Ich würde es ja gerne erstmal behalten. Wiedersehen. So, dann mache ich mich jetzt auf zum nächsten. Aber das machen wir erst morgen. Ich werde die Folge jetzt hier beenden und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf morgen auf die nächste Folge von Kingdoms of Amalur. Bis dahin, ciao!